Wir sind heute in San Marino und hier gab es echt eine bittere Enttäuschung. Was es war, all das kurz nach dem Intro. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schieb den Zweifel einfach weg, verdammt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Guten Morgen, hier von Elo und Mops. Guckt mal, der Elo. Er ist fleißig. Na, Elo? Das wievielte Rad hast du jetzt schon repariert? Das zweite, es läuft gut. Das zweite, und wie viel Zeit ist schon vergangen? Ja, ein bisschen. Ja, ich mache jetzt auch chillig. Ich hätte gerne natürlich ein Sonnenplätzchen, aber das kann man sich ja jetzt auch nicht. Dann irgendwie kriegt man das nicht. Ne? Ich denke auch, hinten ist einfach ein bisschen schwerer. Meine Ma hatte ich gerade noch telefoniert, die sagte noch zu mir, ich habe das von früher von ihr natürlich auch gesehen oder auch gelernt. Die sagte, ja, fühl nochmal den Mantel. Und es waren wirklich so ganz spitze, kleine Dinger waren da drin, so also von Dorn so Pflanzen, in der Art. Von so Dornen, ja, ja, so das waren jetzt keine das. Scherben. Nein, nein, waren keine Scherben, waren alle so Dornen und das ist natürlich, ja, und gerade Hinterrad ist natürlich immer ja, eine schmierige Angelegenheit. Meinst du nicht, wir hätten den einfach in eine Reparatur geben sollen? Nein, also meine Ma sagt auch, wir sind ja jetzt eine Wegwerfgesellschaft, so ein Schlauch kostet 3 €, da müsstest du den jetzt raus, ich kann die ja behalten. Und ich mache jetzt einen Vorschlag, Mops, da sind die alten Schläuche und du wirst die flicken, weil ich habe ja das Flickenset geholt. Keine Lust. Warum das denn? Flicken möchte ich nicht, wie du siehst. Ich bin noch nicht da, klar. Ich habe noch nicht die Haare gekämmt. Ich dachte jetzt auch, ich komme noch nicht vor die Kamera. Deswegen kann ich jetzt so mal eben dich filmen. Aber wie du siehst, habe ich keine Zeit und ich muss mich ganz schnell verdünnisieren. Ja, das glaube ich nämlich auch. Weil das Hinterrad ist echt schmierig mit der Kette und so weiter. Tschüss, Elo. Ciao, ciao. Ja, eine kurze Sache, was Elo mir gerade zeigt, und hat er vollkommen recht. Wir müssen hierfür aber auch mal einen neuen Schlauch holen. Weil seht ihr, hier sieht man wirklich schon die Karkasse. Hier sieht man wirklich diese kleinen Dinger, die hier rausgucken. Das ist gefährlich. Also ich habe schon gesagt, er fährt auf jeden Fall nicht mehr mit dem Kleinen. Weil der könnte wirklich jeden Moment platzen. Das bringt nichts. Dann gibt es so einen Unfall. Hierfür hatten wir mal einen neuen Dings geholt, weil der abgefahren war. Elo hatte dieses Fahrrad mal damals vom Arbeitskollegen abgekauft, gebraucht. Also es war ein gebrauchtes Fahrrad und er wollte halt, er hatte kein Fahrrad. Und er hatte sich das halt so angeboten. Aber hier darf der Elo demnächst noch mal dran. Also heißt es wieder beim nächsten Decathlon halten. Ah, die Sonne kommt endlich raus. Bei uns ist alles fertig gepackt. Jetzt geht's los. Ab zur Gondel. Na, wir haben hier Probleme. Wir kommen den Berg nicht richtig hoch. Mian will schon helfen. Wir müssen hier mal ganz kurz mit bei. Das Gute ist, dass Mops den Esel schiebt. Brauche ich ihn nicht schieben. Ja, Mops, das ist doch mal eine ordentliche Steigung. Das ist auch gleichzeitig Training für dich, oder? Ja, also ich würde sagen, Kind von Ill und Mops muss man sein, weil man erkundet alles und das auf bequeme Art und Weise. Ich würde jetzt gerade gerne das Plätzchen mit ihnen tauschen und würde gerne geschoben werden. Ich meine, mit mir könntest du auch schon tauschen. Ich brauche nur die Kamera halten. Aber das möchtest du ja nicht. Ne? Also falls jetzt die Kommentare schon kommen, ey Junge, was ist los? Lass die Dame hier mal nicht so schuften. Ja, wenn ich nie mehr kann, dann gebe ich weiter. Also es wird immer heftiger. Es wird immer schlimmer für Mops. Bergetappe Deluxe. Also ich möchte jetzt nicht tauschen, aber ich werde ihr helfen müssen. Ich muss die Kamera ausmachen. Aber sie schlägt sich tapfer. Die will auch einfach nicht aufgeben. Ich habe ihr ein paar Mal gesagt, komm, lass mich doch bitte schieben. Nein, ich mach das. Ich hab da Lust drauf. Das ist doch herrlich. Also der Plan war eigentlich jetzt, dass Mops den Mian auf den Arm nimmt und ich trage den Kinderwagen. Aber irgendwie, was versucht sie jetzt? Naja, okay, wir machen den Plan. Leute, wie hat der das denn gemacht? Jetzt fuhr der hier echt mit dem Fahrrad von den Treppen hoch. Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Voll der Sportler. Zack, hoch, hoch. Also krass, krass. Also ich bin gerade so ein bisschen sprachlos. Die letzten 2 Treppen, die ist irgendwie raufgehüpft. Aber hier, der ist ganz cool gefahren irgendwie. Also, ja, E-Bikes musst du haben, Mops. Das war aber, glaube ich, das keine Ahnung. E-Bike. Das E-Bike. Aber trotzdem. Der war einfach zu einfach.
genau so ist er da gerade hoch. Also bei dem Fahrradfahrer sah das wesentlich eleganter aus. Aber es klappt bei dir, oder? Es klappt, ja. Der Björn, der hilft mir auch. Der Junge wird immer größer. Ich muss mich immer mehr ich kann mich immer mehr schonen. So, dann mal rein hier in die Bude. Spaß beiseite, jetzt wird ernst. Jetzt wird ein bisschen Geld auf den Tisch gelegt. Ich gehe davon aus, dass wir hier 4,50 Euro zahlen. Also Kinder bis 21 sind kostenlos. Das ist natürlich super. Was haben wir dann bezahlt, Illo? 9 Euro für hoch und runter. Beide zusammen aber. Beide zusammen, also 4,50 Euro pro Person. 4,50 Euro pro Person. Super. Ach, da sind wir doch oben angekommen. Ja, 45 Personen passen in diese Gondel und hier oben beim Aufsteigen, ja, das schwingt dann doch ganz schön. Ein bisschen gruselig, aber schauen wir uns hier oben mal um. Die Sonne, die scheint wirklich ganz fantastisch. Wir sind hier gerade eben auf dem Platz der Freiheit. Hier vorne ist ein Regierungsgebäude und das habe ich auch schon gesehen, das ist da vorne ganz schön bewacht. Und schauen wir uns auch mal die Flagge mal ganz kurz. Blau-Weiß, da denke ich gleich an Schalke, aber das hat hier nichts mit Schalke zu tun, sondern hier gibt es drei Türme. Wir haben schon einen Plan. Im Prinzip hier oben ist ja die Altstadt auf dem Berg und diese drei Türme finden sich auch auf der Flagge wieder. Und dort ist eine Krone. Es gibt hier aber gar keinen König. Es wird immer wieder neu gewählt, wer dann das Oberhaupt ist. Hier ist jetzt der Plan, den schauen wir uns mal an. Also hier gibt es diese drei Türme. Hier vorne ist die Gondel hochgefahren. Wir befinden uns jetzt hier. Also klar, die drei Türme, die stehen jetzt bei uns auf jeden Fall auf Programm. Hier sind überall auch so kleine Gassen. Das finde ich ganz, ganz schnuckelig. Du hast dann auch schon mal geguckt, irgendwo, wo alles soweit ist, wo es jetzt lang geht. Wow, schaut mal hier runter. Zack, da gibt es so kleine Gassen, aber auch hoch. Wir wollen ja jetzt erstmal, da vorne sehe ich das Gebäude schon, das sieht echt ja, so ein bisschen wie in Griechenland sieht es aus. Ja, wenn ich das hier so sehe, ist eine Kirche, sieht diese Kirche mal ganz anders aus. Ja, Mob staunt gerade eben, viele Waffengeschäfte hier. Ja, und überall sind hier so kleine Läden. Und schaut mal hier, meine lieben Rauchfreunde, was hier die Kippen noch kosten. Und ich habe davon gehört, dass man nämlich hier keine Steuern zahlt, dass man hier so ein bisschen Steuerfreiheit hat. Na, schon wieder ein Waffenladen. Also hier läuft's. Ne? Also ich weiß nicht, wie die Gesetze sind. Also dass man sich dann hier irgendwie, ja, vielleicht dann auch wie in Amerika, dass jeder so das haben kann. Ja, und sowas macht natürlich auch so oder so auch mal Sinn. Ne? Also was haben wir ja dabei? Vielleicht auch einen Spaten, ne? Wenn man dann unterwegs ist und man muss. Gut, dass wir unsere Ferngläser dabei haben. Wir konnten gerade schon selber gucken, ohne zu zahlen. Hier ist der erste Tower. Irgendwo zwischen Turm 1 und 2, es soll wohl mittig auf dem Weg sein, befindet sich der Hexenpfad. Und hier wurde, anders als in Europa, die Frauen, die als Hexen identifiziert worden sind, nicht verbrannt, sondern an einer malerischen Stelle über Bord quasi geworfen. Ja, hier ist der zweite Turm. Abgesperrt wegen Baustelle. Ja, es muss restauriert werden. Irgendwann muss restauriert werden. Wir sind ja in der Nebensaison. Jetzt brauche ich keine Ausrede euch erzählen, warum wir da nicht extra Geld ausgeben. Naja, wir laufen zum dritten. Wir sind jetzt gerade am dritten Turm, da müsste man noch ein Stückchen für laufen. Da gingen auch mal so Stufen runter, die müssen wir gleich quasi wieder rauf. Und der dritte Turm ist nicht begehbar. Also. Jetzt kommen wir mal dazu. Bittere Enttäuschung. Was war es dann, Mops? Also zwei Sachen. Ne? Einmal, wir haben uns entschlossen, weil es echt schon spät ist, komm, wir gehen hier was essen. Wir haben gesehen, ach, die Preise für Pizza sind nicht gerade teuer. Und irgendwie haben wir bei einer gesehen, 5 Euro. Das sah ganz schön aus, ne? Von außen, mit ja. Schönem Ausblick. Ja, und dann haben wir da Margarita bestellt und da habe ich mich schon gewundert, boah, wie schnell ist hier denn da? Und dann sagte Elo, boah, die ist ja kalt. Und ich so direkt, ja, gib zurück, ne? Weil er sagt, das ist Tiefkühlpizza. Ja, da war eine Stelle. So, ey, ganz ehrlich, ich sag, komm, dann lass uns die zurückgeben oder geht nicht. Also man bezahlt ja dafür, ich möchte bitte auch Essen haben, was heiß ist, geht nicht, ne?
Ja, und da einmal die Sache und die hat irgendwie gar nicht geschmeckt. Also das war jetzt die schlechteste Pizza, die wir ever gegessen haben. Das ist schon mal die erste Sache, worüber wir uns wirklich ärgern. Und die zweite Sache, die geht jetzt auf Illos Kappe. Oh. Mein Ehemann, der ist ja so schlau, wir haben ja Tickets gekauft hier für die Seilbahn. Und wo steckt er die natürlich rein? In die Hosentasche, wo man das Handy mal rein und raus und rein und raus. Ich persönlich würde sowas irgendwo hinstecken, wo ich nicht mehr dran gehe. Das heißt, uns fehlt jetzt auch noch ein Ticket. Ja, das heißt, der Illo kann gleich runterlaufen, sofern es hier irgendwo einen Weg gibt. Oder kann sich abseilen, das ist mir egal. Weil, es kann jetzt nur noch einer mit dem Kleinen fahren. Beziehungsweise müssten wir wahrscheinlich jetzt ein neues Ticket holen. Und das finde ich so ein bisschen ungünstig. Und jetzt gerade ist es auch so ein bisschen frisch hier. Ne? Also, jetzt zieht hier gerade der Wind. Ihr seht schon, es wir ist jetzt auch mittlerweile Berg. Schon... spät und ich bin froh, dass ich meinen Pulli anhab. Vorhin war, dachte ich zwischendurch, boah, ist doch ganz schön warm. Illo hat nicht was Langes mit, für den Kleinen hatten wir einen Pulli, den hatten wir zwischenzeitlich nämlich im T-Shirt auch angezogen. Aber jetzt wollen wir wieder zurück zum Wohnmobil und sind gerade so ein bisschen von der Stimmung her getrübt. Ja, Mops, du Infodame, du möchtest noch ein bisschen was loswerden, ne? Genau, also San Marino gehört wohl zu den kleinsten Staaten der Erde. Es hat eine Einwohnerzahl von 30.000 Einwohnern und hat eine Quadratkilometerzahl von 60.000 Quadratkilometern. Und gleichzeitig ist sie einer der ältesten Republiken der Welt. San Marino hat wohl viele Museen zu bieten, unter anderem halt dieses Ferrari-Museum, ein Vampir-Museum, dann gibt es wohl ein Folter-Museum. Dann gibt es wohl auch noch ein Museum für antike Waffen, unter anderem. Aber es gibt noch viele, viele mehr. Ja, Waffengeschäfte haben wir hier einige gesehen. Ja. Ich würde sagen, wir schließen den Tag hier ab. Wir freuen uns morgen, wenn du wieder einschaltest, vielleicht einen Daumen hoch da lässt, einen Kommentar darüber freuen wir uns. Wir frieren uns jetzt erstmal zurück zum Wohnmobil. Bis morgen vom Wohnmobil. Ciao. Tschüss.